Es ist ja echt ein Wunder, dass ich auch mal wieder zocken darf. Gucken, ob Kahn online ist. So. Hi Kahn! Bist du schon da, Danja? Ja. Ey, ich freue mich, dass du online bist. Boah, war das anstrengend, ey. War das anstrengend, sage ich dir. Du musst das ganze Wochenende babysitten. Ja. Oh. Meine Eltern sind jetzt gerade zurückgekommen und ey. Ja. Es war so hammerhart, ne? Also ich wusste gar nicht, dass meine Geschwister mir so dermaßen auf die Nerven gehen können. Also das war schon ein bisschen krass. Weißt du, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt einfach nur zocken kann, weißt du? Ja, weißt du, ich habe auch das ganze Wochenende jetzt noch nicht ernsthaft gezockt, weil meine Geschwister die ganze Zeit am Zocken waren. Ja, ist ja auch nicht viel besser. Ich bin nicht einmal an den PC rangekommen. Mama hatte dann immer so ein paar andere Sachen für mich, so ich darf abspielen, ich darf beim Kochen helfen. Ja. Ja, als ältere Schwester macht das natürlich immer sehr viel Spaß. Ja, wirklich. Ja, ich möchte aus diesem Grund, Danja, lass uns einfach nur ganz, ganz locker bitte Roblox zocken. Das wäre super. Ganz locker. Bin ich auch dafür. Okay. So, dann schauen wir mal rein. Sollen wir zocken? Wer ist mit... Was? Hast du diese Nachricht auch bekommen? Ja, das ist jetzt aber gerade ein Witz, oder? Das muss ganz klar ein Witz sein. Ist das gerade irgendeine Bildschirmaufnahme oder so? Das kann doch gerade... Ich finde das gerade ein bisschen gruselig. Nachricht von anonym. Zu früh gefreut. Hehehe. Ich kann nicht mehr, Mann. Warum kann ich denn jetzt kein Roblox zocken? Anonym. Du weißt ganz genau, von wem das ist. Weiterspielen. Was werden mir hier denn für komische Spiele vorgeschlagen? Welche denn? So Lichtschwert-Simulator. Warrior Cats Ultimate Edition. Okay. Das ist doch nicht meine Startseite. Nach meiner Startseite sieht das hier gerade aber auch nicht aus. Klicker-Simulator, da können wir mal drauf gehen. Das sieht irgendwie lustig aus. Okay, let's go. Okay, das Spiel hier kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich auch nicht. Also müssen wir hier anscheinend einfach nur klicken. Ich klicke ja ganz gerne eigentlich. Na gut, ist der Klick-Simulator, aber auf die Dauer, also... Oh, Moment. Was? Ja, als ob... Ich hab gedacht, ich hab... Warte, als ob unsere Geschwister jetzt Roblox übernommen haben. Ist das jetzt wirklich ernsthaft passiert? Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass sie so schlau sind. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ein bisschen surprised bin ich jetzt schon. Ja, aber weißt du was? Komm, also wenn wir hier alles voll stinken können, dann machen wir das doch auch dann einfach. Dann aber auch richtig verdammt nochmal. Ja. Wir stinken hier alles voll. Stink, stink, stink. Ich stink das ganze Haus voll. Stink, ich stink den Baum, den stink ich auch noch an. Stink. Ich mache hier alles drumherum. Und weißt du, was passiert ist? Ich hab Popcorn gemacht, ne? Und das war das letzte Mal, dass ich Popcorn gemacht habe, weil das, was danach auf der Toilette abging, ne? Also, das war nicht mehr feierlich. Ehrlich, das war wirklich nicht mehr feierlich. Kann man nicht den Stinksimulator hier starten einfach? Das wäre eigentlich ganz gut. Das wäre gut. Gibt es nicht diesen Fahrtsimulator? Ja, stimmt. Das könnten wir doch eigentlich. Also das wäre doch das perfekte Spiel für uns hier. Also wenn unsere Geschwister Roblox übernommen haben, also, ne? Kommt, den Fahrsimulator, den spielen wir jetzt. Ich glaube, wir haben hier alles voll gestunken. Ja, let's go. Wir haben euer Lieblingsspiel voll gestunken. Hättet ihr nicht gedacht, hä? Dann spielen wir jetzt halt den Fahrsimulator. Das ist das perfekte Spiel für uns. Ich sag's dir so, wie es ist, Karl. Ich sag's dir so, wie es ist. Die werden uns jetzt nicht Roblox kaputt machen. Nein. Nicht so. Definitiv nicht. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, alles hier voll zu stinken, weil... Ja. Ich bekomme gerade eine Nachricht von meinen Geschwistern. Ne? Ja. Also es stinkt wohl schlimmer als sonst, ne? Weil wenn ich auf Klo bin, ne, soll es wohl richtig stinken. Aber ja, das Spiel passt wohl perfekt zu mir, weil ich ja sowieso alles voll stinke. So, und dann soll ich denen noch was zu essen machen. Aber weißt du was? Kommt nicht in Frage. Mama und Papa sind wieder da. Die können euer Essen machen. Ganz ehrlich, als ob ich jetzt nach diesem Wochenende nochmal auf die aufpasse. Ganz bestimmt nicht. Ich stink jetzt erstmal alles hier voll. Ja, ihr habt richtig erkannt. Im Fahrtsimulator stink ich alles voll. Also, dass sie wirklich denken, nur weil sie Roblox übernommen haben, dass ich jetzt Essen für die mache. Und es kommt wieder eine Nachricht. Nope. Kein Essen. Und nochmal eine Nachricht. Nope.
Also, ihr könnt es so oft versuchen, wie ihr wollt. Ihr kriegt kein Essen von mir. So, gehen und die jetzt die ganze Zeit auf ja, ich bekomme die ganze Zeit hier Nachrichten bei Roblox, dass ich den Essen machen soll. Aber weißt du was? Ja, ich mache euch Essen. Aber wisst ihr was? Hier in Roblox. Ja, Kahn, dann mach hier mal ein bisschen schön Pizza. Ja, es gibt Pizza, aber nur in Roblox. Vielleicht funktioniert's, ja. Oh, gefällt mir das. Das gefällt mir wirklich. Heute der Kassiererin. Ja, mach mal. Und? Hallöchen. Oh mein Gott. Was denn? Was ist jetzt schon wieder passiert? Nein. Was passiert? Nein. Was denn? Wie schlimm kann es sein, Daniel? Wie schlimm? Es sind unsere Geschwister. Schlimmer kann es gar nicht werden. Ich hatte doch am Wochenende ein Date und jetzt... Ja? Es war ein bisschen heimlich. Ich hab vielleicht gesagt, dass ich mit dir zusammen Hausaufgaben gemacht habe. Und dann war ich aber ja gar nicht bei dir. Das, ja. Okay, und das heißt jetzt? Meine Geschwister drohen jetzt, dass sie das meiner Mama erzählen. Wenn ich eine halbe Stunde vor meiner Roblox-Zeit Also ich muss schon sagen, dass deine Geschwister das rausgefunden haben, ist schon gar nicht so schlecht. Was mache ich denn jetzt? Ja, Danja, ich bin ehrlich zu dir. Also, es sind deine Geschwister, das heißt, sie werden dich safe petzen. Safe. Also, wenn du jetzt nicht das machst, was sie wollen. Aus diesem Grund würde ich einfach mal sagen, du gibst was von deiner Roblox-Zeit ab. Weil was anderes macht überhaupt keinen Sinn. Wirklich nicht. Boah, es macht mich alle, wirklich. Es macht mich alle. Okay, dann gebe ich dir Roblox-Zeit ab. Ey, Kahn, ganz ehrlich, wenn mir jetzt schon die halbe Stunde von der Zeit fehlt, ja. Dann will ich jetzt zumindest hier noch ein bisschen was erledigen. Ja, können wir doch. Können wir mal zu dem Osterdings gehen? Ja. Ich würde gerne so ein paar Ostereier noch sammeln und so. Ja, lass machen. Und dass wir da ein bisschen vorankommen. Hast du schon so ein Osterpad gekauft? Ich habe diesen Sugar Glider. Ich finde den ziemlich süß. Aber ich würde ganz gerne eigentlich auch die beiden Hunde noch kaufen. Das ist ja total teuer. Eigentlich nicht. Ich habe 110. Ja, aber wenn du, guck mal, wenn du ein Osterei, glaube ich, findest, entspricht das 10 Eiern. Also musst du im Endeffekt nur 300 Eier finden. Das ist voll viel. Ich finde nicht. Nee, können wir vielleicht ein paar Pets traden einfach? Können wir natürlich auch. Welches willst du denn? Ja, moin. Ernsthaft? Alle Trades sind für uns gesperrt, weil die erst von unseren Geschwistern freigegeben werden. Als ob? Sogar bei Adopt Me? Die haben doch echt... Was für Kontakte haben die eigentlich? Ey, ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, was bei denen im Kakao drin ist, ne? Also, ich dachte immer, ich bin das meistgeliebte Kind bei uns in der Familie, aber ist anscheinend nicht so. Okay, Kahn, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ja. Wir versuchen jetzt einfach eine Trade. Weil ich würde gerne... Du hast ja den hier nicht. Richtig. Und mir fehlt ja noch das Reh. Ja. Okay, dann versuchen wir das einfach mal zu traden. Mal okay. Ich glaube, das funktioniert. Ja. Dieser Trade wurde abgelehnt. Gib die Pets lieber uns. Also, mal ganz ehrlich, ne? Also, das ist jetzt wieder mal ein bisschen zu viel, finde ich. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Warum müssen die jetzt... Was soll das? Hey, was soll das? Das ist Adopt Me. Und wenn ich traden will mit Daniel, dann mache ich das. Als ob ich jetzt meine kleinen Geschwister dafür frage. Die haben wir uns erspielt. Ich bin den ganzen Sommer arbeiten gegangen, um mein ganzes Roblox-Guthaben zu verdienen. Und jetzt mischen die sich hier ein, oder was? Ich kriege die Krise, Kahn, wirklich. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das bei unseren Geschwistern so weit geht. Also, ich hatte das bei meinen Eltern oder bei unseren Eltern habe ich das verstanden. Aber jetzt mit unseren Geschwistern, also mal wieder Prost Mahlzeit. So. Also, Kahn, jetzt bitte leise. Ja, leise, ich weiß. Leise, du bist leise. Bitte ganz leise. Ich möchte nicht, dass das jemand mitbekommt, dass wir hier gerade Murder Mystery spielen. Also bitte. Psst. Ja, okay, ich sag's nicht. Ich sag nichts. Sag das ich sag gar nichts. Du weißt, dass wir das nicht. Wir dürfen ja, das nicht ich bin ruhig. Ich sag gar nichts. Einfach nur spielen. Ja, ja, Adopt Me, wir spielen Adopt Me auf jeden Fall. Ja, und ich würde auch gerne diese Unicorn-Obi spielen. Also genau. Es macht ja super viel Spaß und ist ja auch null gefährlich und das dürfen wir ja auch. Die ist ganz toll. Ja, großartig. Super. Ja, also echt toll. Also das ist ja, also auch die Farben und so, das ist richtig schön. Pink alles und blau, ja. Babyblau. Alles Baby schön, blau, alles super pink. Schön. Wundervoll! Ja! Oh nein, meine Geschwister! Kahn, hast du auch
gerade die Nachricht. Ja, ach Mann. Ey, jetzt werden wir hier erpresst, oder was? Anscheinend. Ja, moin. Aber das geht ja noch. Ich meine, solange wie sie nur fragen, ob die sich treffen können, ist ja alles ja, okay. Ja, aber trotzdem. Ja, komm, wir sagen einfach, es ist ja. Okay und dann ist es ja, okay. Ja, okay, okay. Ist okay, ist okay. Okay, machen wir. Okay. Okay, dann spielen wir einfach ein bisschen weiter. Adopt me ist toll. Unicorn Obi, Unicorn Obi, Unicorn Obi. Ist so schön. Und ich gebe kein Geld aus bei Adopt me. Nein, man kann, also in dieser Obi kann man überhaupt kein Geld ausgeben. Ist gar nicht möglich. Es ist ganz toll. Ja, ist super. Das drückt sich. Die nächste Nachricht. Oh, es funktioniert nicht. Toll. Kann. Ja. Weißt du, was meine Geschwister gerade von mir verlangen? Ja, was? Die verlangen gerade 2 Wochen lang Fernsehrechte. 2 Wochen lang wollen sie das komplette ja, und Fernsehprogramm. Weißt du, was bei mir steht? Ja, was 2 Wochen lang einfach mal das Zimmer von denen aufräumen. Alter, das ist Erpressung. Das ist einfach Erpressung. Sorry, aber es mich ist Erpressung. Was wir da falsch gemacht haben. Ja, toll, jetzt hat es mich auch erwischt. Was haben wir denn da falsch gemacht, Kahn? Das kann doch einfach nicht sein. Waren wir früher auch so schlimm? Wie jetzt? Ich soll Mama nach Geld fragen? Meine Geschwister wollen ins Kino gehen und ich soll Mama nach Geld fragen? Das warte, stopp. Warte, arbeiten unsere Geschwister eigentlich zusammen, weil ich bekomme gerade die Nachricht. Also, die wollen was von meinem Geld haben, damit sie ins Kino können. Was? Ja, die wollen was von meinem Geld haben, damit sie ins Kino können. Also, ich soll noch nicht mal Mama fragen, sondern... Wirklich zusammen. Ja, mir bleibt ja nichts anderes über, sonst werde ich ja hier... Oh, du warst Sheriff. Ah, ich war der Sheriff. Nein, ich war nicht der Sheriff. Ich habe gerade nur die Waffe gefunden. Okay. Und es hat mal funktioniert. Ja, sehr gut. Oh. Aber was nicht funktioniert, ist anscheinend, wenn Roblox von unseren Geschwistern kontrolliert wird. Verdammt, Kahn. Was? Meine Mama hat das gerade gehört, dass ich mich so gefreut habe. Und? Hallo Mama. Oh. Entschuldigung. Tanja, sei doch ruhig. Sei doch ruhig. Ich weiß, ich darf das Spiel eigentlich nicht spielen. Sei einfach ruhig. Entschuldigung. Ja, ich mach den Computer jetzt aus. Was? Ja? Ich muss jetzt leider gehen. Ja, habe ich mitbekommen. Meine Mama hat es mitbekommen. Ja, viel Glück. Wir sehen uns dann in... Ja. 2 Wochen. 2 Wochen, ja, in 2 Wochen. In 4 Monaten? In 4 Monaten, okay. In 4 Monaten darf ich wieder in den Computer. Ja, wieso auch nicht. Okay, dann ja, mach's gut. Ciao. Und viel Erfolg. Danke.